AirArms S400, beidhändige Version in Braun. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR200, Weihrauch HW100 Bullpupper. Air Gun im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Hier ist sie endlich. Ihr habt lange danach gefragt. Die AirArms S400 jetzt als Version, die gleichzeitig von links als auch rechts Schützen geschossen werden kann. Der Schaft hat eine beidseitige Schaftbacke. Damit unterscheidet sich das Gewehr von der Buchenversion und der Walnussversion, die wir jeweils für Rechtshänder hatten. Wir haben die S400 ja auch in Grün gehabt für beidhändige Schützen, beziehungsweise sowohl Links- als auch Rechtsschützen. Aber jetzt war der Wunsch einfach so groß nach einer klassischen braunen, nach einem klassischen Look von diesem Gewehr. Also sind wir dem jetzt nachgekommen und haben das jetzt auch an Lager genommen. Die ist sofort verfügbar, die S400 in Braun. Ja, eigentlich, ihr habt es wahrscheinlich auf den Thumbnails, auf den Fotos gesehen, bei mir auf dem Blog auf ergandi.de wollte ich eigentlich hier mit meiner neuen Triggercam schießen, wo ich euch ja den Durchblick durchs Zielfernrohr ermögliche. Das Equipment ist noch relativ neu. Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass es zu irgendwelchen Störungen kommt, wenn ich auf mein Sport Quantum SQ10 damit schießen will. Also sprich, mir wird die Scheibe des Sport Quantum so komisch meliert angezeigt. Ich erkenne das Ziel nicht mehr. Liegt halt an dieser Trigger Cam. Deswegen habe ich einfach eine zweite Kamera aufgestellt und mache es klassisch wie immer, dass ihr auf der zweiten Kamera bei euch links oben dann das Ziel, der Sport Quantum SQ10, den Zielkasten eben seht. Ich habe heute montiert ein Element Helix HDLR 2x16x15 mit einer Sportsmatch ATP 61 Montage. Das ist jetzt ein super Equipment, passt wunderbar zu der Waffe, eine 16-fache Vergrößerung. Ich selbst schieße meistens 12-fache Vergrößerung, auch auf bis zu 50 Meter und komme damit wirklich herausragend gut klar. Die Linsen des HDLR sind super klar, kann ich nur jedem absolut empfehlen. Wer was anderes verbauen möchte, aber sich nicht so gut auskennt, kann natürlich mich jederzeit auf ergandi@diabolo.de kontaktieren. Ich hätte vorgeschlagen, wir machen erstmal ein paar präzise Schuss und danach machen wir noch ein bisschen Plinking auf verschiedene Ziele. Also, wir legen einfach mal los. Guck mal, ist alles sauber in der Kamera. Ja, ihr seht mich und ihr seht das Ziel. Los geht's. Ich hoffe, ich habe die Waffe gut eingeschossen. Ich schieße mit den AirArms Field 4,52 mm Diabolos. Wäre jetzt ein komplettes Review. Sorry Leute, ich schwitze wie die Sau. Wer jetzt ein komplettes Review von der Waffe will. Ich habe von der Waffe wirklich schon alles gezeigt, was es gibt. Ich bekomme immer wieder, gerade wenn ich eine Waffe zum dritten, vierten, fünften Mal zeige, von Zuschauern unter das YouTube-Video geschrieben, warum ist kein Chronitest dabei, warum ist kein Präzisionstest dabei, die Maße fehlen und so weiter. Ich kann euch da jedes Mal nochmal aufs Review hinweisen. Die Videos bauen immer ein bisschen aufeinander auf. Ich will den treuen Zuschauern, die sich wirklich jedes Video anschauen, nicht immer zu Tode langweilen und fünfmal das Gleiche erzählen. Deswegen, ich habe zu der Waffe einen Präzisionstest gemacht, ich habe ein komplettes Review gemacht, ich habe mit der Waffe auf 25 Meter geschossen, ich habe mit der Waffe auf 50 Meter geschossen, ich habe einen Chronitest über 100 Schuss am Stück gezeigt, wo ihr die unglaubliche Konstanz der Waffe sehen könnt. Ich kann es euch nur empfehlen, geht auf diabolo.de, schaut euch die ganzen Videos an, die an der Waffe links angezeigt werden. Danach habt ihr alle Infos, die ihr braucht. Heute geht es um die Vorstellung des braunen Modells. Ja, vom Handling her, ich sage immer, die Waffe ist perfekt einfach und einfach perfekt. Es gibt nicht viel einzustellen, es gibt nicht viel zu können, man muss nicht auf viel aufpassen, man zieht den Repetierhebel, legt eine Kugel ein und schießt. Das war's.
Ihr habt noch hier unten dran natürlich eine manuelle Sicherung, die ihr zum Transport reinmachen könnt oder wenn ihr halt einfach die Waffe sicher haben wollt, dann könntet ihr diese Sicherung eben reingeben. Wenn ihr die deaktiviert habt, so wie ich jetzt, dann könnt ihr einfach nacheinander vor euch hinschießen. Ja, ganz perfekt habe ich es anscheinend nicht eingestellt, das Zielfernrohr. Aber wie hochpräzise die Waffe ist, habe ich ja schon x-mal gezeigt. Wir halten uns trotzdem locker über der 10. Natürlich sind die Diabolos nicht gewogen, nicht sortiert, nicht gewaschen oder sonst irgendwas, nicht geölt. Ich nehme die out of the box und schieße einfach drauf los und damit kann man schon hervorragende Ergebnisse erzielen. Haben wir eine 10,7 nachgeschoben. Und eine 10,3, 103,7 Punkte, fast 104, was ich als, ja, ich sag mal, als Orientierung für ein hervorragendes Gewehr habe ich immer die 104 Punkte, 103,7. Ach komm, eine Runde machen wir noch auf Präzision und danach blinkt man noch ein bisschen. Einfach nur, um zu zeigen, dass die Waffe die 104 Punkte locker drin hat. So. Nein, mir läuft nicht die Nase, wenn ihr hier ab und zu was tropfen seht. Mir läuft der Schweiß in Bahnen. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, nur noch im Winter Videos zu machen, weil es im Sommer so unglaublich heiß ist hier bei mir auf dem Schießstand. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere vielleicht doch enttäuscht wäre und es ein bisschen schade finden würde. Deswegen schlage ich mich für euch natürlich da durch. Na also, jetzt haben wir den Schnitt schon mal ein bisschen erhöht. Und schon haben wir einen Krummen rausgeschossen, kaum lobe ich das Ganze, schon mache ich einen Fehler. Es ist natürlich wichtig, immer wieder Parallaxe frei durchs Zielfernrohr ordentlich durchzuschauen. Man muss aufpassen, dass man die Waffe nicht verkantet. Es würde sich natürlich empfehlen, einfach die Klappe zu halten. Dann wird das präzise Schießen noch mal einfacher. Aber dann wird es ja langweilig. Und auch mit Labern kann man ein gutes Ergebnis hinbekommen, wie ihr seht. So, jetzt sind wir bei 73 Punkte. Drei haben wir noch. Brauchen zwei 10-3er und eine 10-4, dann hätten wir die 104 Punkte. Eine 10-6. Eine 10-3. So, jetzt eine 10-1 kommen. Werden wir ja wohl hinkriegen. Ja, und eine 10,9 zum Abschluss, 104,8 Punkte. Also das nochmal ganz schnell als Beweis, dass es die Waffe natürlich auch drauf hat, dass es sich bei meinem damaligen Review-Modell nicht um eine besonders ausgewählte gehandelt hat. Das war jetzt die erste, die dem Lagermitarbeiter in die Hände gefallen ist. Die hat er mir eben zugeschickt, 104,8 Punkte. Herausragende Waffe, absolut wettkampftauglich. So, jetzt hätte ich vorgeschlagen, wir schnappen uns noch ein paar Pfannzielscheiben und ballern einfach noch ein bisschen drauf los.
Ja, Leute, ich empfehle euch immer wieder, setzt euch eine Schutzbrille auf. Ich höre immer wieder Geschichten, wo Diabolus zurückkamen, wo es zu Verletzungen geführt hat. Auch wenn es ja vielleicht beim Luftgewehrschießen nicht alltäglich ist oder ihr andere Videos seht, wo die Leute keine aufhaben. Ich kann es euch nur absolut empfehlen. Ihr habt nicht viele von den Augen. Und auch das Thema Gehörschutz. Ja, ich habe es wahrscheinlich selbst auch schleifen lassen. Ich habe jetzt wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren ein paar hunderttausend Schuss gemacht. Mein rechtes Ohr ist tatsächlich mittlerweile schwerhörig. Ich weiß nicht, ob es nur damit zu tun hat, aber auch das Thema Gehörschutz. Gerade auch, wenn ihr stärkere Luftgewehre schießt, wenn ihr im Ausland schießt oder sonst was, nehmt es nicht auf die zu leichte Schulter. Es wäre wirklich super ärgerlich, wenn ihr eine gesundheitliche Beeinträchtigung hättet durch das Schießen. Ich kann es nur absolut empfehlen. Ja, mit so einem Apfelbaum natürlich ist die Waffe absolut unterfordert. Ihr seht, ich könnte das Schnellfeuer machen. Wer sich jetzt sagt, hey Mann, die Waffe ist doch eigentlich toll, aber mir fehlt das Magazin. Wir haben von Rowan Engineering, gebt einfach mal Rowan ein auf jabolo.de. Dann bekommt ihr Magazine für das Gewehr, so könnt ihr das Gewehr mit einem Magazin erweitern. Ist ein 8-Schuss-Magazin. Und schon wird aus dem Einzelschuss-Luftgewehr eine, ja, mehrschüssige Waffe. Ja, das ist ehrlich gesagt Pipifax, das ist wirklich viel zu easy. Ihr seht, ich treffe auch jedes Mal exakt in die Mitte von den Äpfeln. Ihr seht es ja bei euch vorne angezeigt. Es ist wirklich, wirklich viel zu einfach. Wir suchen mal ein bisschen was Schwereres. Ich glaube, wir könnten mal diese Dartscheibe nehmen. Die war doch da auch irgendwo. Habe ich das übersehen? War doch irgendwo eine Dartscheibe. Ah, da unten ist sie doch, komm. Augen auf. Halt. Ging schon los. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir wirklich mal wieder kleinere Felder treffen. Das ist ein bisschen spannender als gerade die Äpfel. Ich hätte gesagt, wir versuchen mal das Bullseye. Und das waren 50 Punkte Bullseye. Okay, dann hätte ich vorgeschlagen, ich bin jetzt nicht der Dart-Profi, muss ich gestehen. Versuchen wir mal die Triple 20. Die ist da oben. Es war eine Triple 20 und dann machen wir einfach noch eine Triple 20. Und exakt nochmal auf dem gleichen Fleck. Ja, ich glaube, aufgelegt auf 10 Meter Distanz, wo ich jetzt die Scheibe aufgestellt habe, ist es ja zu einfach, muss man ganz ehrlich so sagen. Ach, jetzt habe ich 2 Spieler eingestellt. Ah, also gut, kommt eben jetzt der 2. Spieler dran. Man müsste wirklich hergehen und müsste sagen, dass man das dann ja, entweder angestrichen, liegen, kniend oder im stehenden Anschlag schießt. Weil so trifft man immer genau das, was man will. Da ist die Waffe einfach zu gut. Das war jetzt 3-mal Bullseye. Jetzt kommt wieder der nächste Schütze. Was haben wir jetzt noch? 131. Dann machen wir mal eine Triple 20 und eine 11 und dann ist es aus. Ich will die Vorstellung jetzt auch nicht zu lange in die Länge ziehen. Ihr seht, ich treffe jedes Mal absolut zentral mit der Waffe. Ich kann sie wirklich jedem nur empfehlen. Viele von euch wissen, ich habe es in den anderen Videos schon gesagt, es ist eine meiner absolut, absolut, absoluten Lieblingswaffen und meine Empfehlung für Luftgewehre, Pressluftgewehre bis 800 Euro kenne ich persönlich kein besseres. Für mich, für jeden, der ins Pressluftschießen einsteigen will, der aber nicht auf Kosten von Präzision, oder Geld spart, auf Kosten, das dann auf Kosten der Präzision geht, für den ist die Airarms S400 das Maß aller Dinge. Ich kenne kein zweites Gewehr, das einfach so präzise ist, so viel Spaß macht durch diesen, ja, durch diese gerade Zugrepetierer mit der Kugel.
hat es auch richtig was Jagdliches. Bei uns in Deutschland ist die Jagd verboten. Wenn ihr mit der Waffe im Ausland seid, natürlich kann die Waffe auch auf die originalen 16 Joule, wie sie die Engländer gebaut haben, eingestellt werden. Die Waffe ist für Deutschland, aber gedrosselt auf die 7,5 Joule, so wie man sie hier frei ab 18 Jahren ohne Waffenbesitzkarte schießen kann. Und im Ausland, wo es erlaubt ist, kann man natürlich auch Jagd auf Schädlinge damit machen. Aber bitte informiert euch, bevor da irgendwo ein Gesetzesbruch begeht, dass ihr halt eben das dann auch eben da dürft. Ich persönlich würde die Walnussversion der S400 nehmen. Wer es richtig günstig einsteigen will, dem empfehle ich die Buche-Version. Und jeder, der sagt, hey, ein Kumpel von mir oder ein Familienmitglied ist Linksschütze, der ist natürlich jetzt mit der braunen Version einfach am besten beraten, weil man die sowohl als Links- als auch Rechtsschütze schießen kann. Ich hoffe, meine Vorstellung hat euch gefallen. Ich hoffe, die Nahaufnahmen haben euch gefallen. Geht auf ergandi.de, schaut euch noch die Fotos an, lest euch meinen Beitrag dazu durch. Und dann kann ich mich nur ganz herzlich bedanken und hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao, servus, sagt der Gandhi.